Saúl Ñíguez zum FC Bayern? Dieses Gerücht nahm in den letzten Tagen immer mehr Fahrt auf. Für satte 80 Millionen Euro soll Saúl zu haben sein. Ist der Mittelfeldstar von Atletico Madrid also wirklich ein Thema in München? Noch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gibt dazu ein klares Zeichen. Auf die Frage, ob ein Saúl-Transfer im Sommer realistisch sei, senkte der 65-Jährige kommentarlos den Daumen, berichtet die TZ. Saúls Vertrag in Madrid läuft noch bis 2026. Juventus Turin, Paris Saint-Germain und Manchester United gelten ebenfalls als Interessenten. Seit seinem Abgang vom FC Bayern überzeugt Franck Ribéry beim AC Florenz. Auch der neue Trainer Gennaro Gattuso soll bei der Fiorentina weiter auf den Franzosen setzen. Laut Football Italia will Gattuso Ribérys Vertrag um ein Jahr, vielleicht sogar auch um zwei Jahre verlängern lassen. Ribéry sei einem Verbleib in der Toskana ebenfalls nicht abgeneigt. Der einzige Haken an diesem Thema soll Ribérys Gehalt sein, welches offenbar sichtlich geringer als das aus der Vorsaison ausfallen würde. Bahnt sich der Megawechsel an? Lionel Messi zögert beim FC Barcelona weiter mit seiner Vertragsverlängerung. Nun verkündet Paris-Präsident Nasser Al-Khelaifi, dass er den Superstar holen will. In der L'Equipe macht der PSG-Boss eine Ansage. Ich habe dem Barcelona-Präsidenten gesagt, dass Messi am Ende seines Vertrages steht und alle Vereine ab dem 1. Januar das Recht haben, mit ihm zu verhandeln, erklärt der Clubchef.